Es ist soweit. Der nächste Tag der Sachsen steht uns bevor. Und ich freue mich darauf, dass Sie alle, die Sächsinnen und Sachsen, sich einen Einblick verschaffen in das, was die Vereine, was die Verbände an Angeboten entwickelt haben, dass Sie eben angeregt werden zum Mittun. Und die Stadt Großenhain, eine Gastgeberstadt, die es schon gezeigt hat bei der Landesgartenschau, wie großartig alles organisiert ist, wie großartige Gastgeber diese Stadt und die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind. Und deswegen seien Sie herzlich eingeladen zum nächsten Tag der Sachsen, dieses Mal in Großenhain. Ich freue mich auf Sie. Ich lade Sie alle ganz herzlich am 1. Septemberwochenende nach Großenhain zum 23. Tag der Sachsen ein. Wir wollen Ihnen gerne zeigen, wie sich unsere Stadt nach dem verheerenden Tornado 2010 wieder entwickelt hat, wie wir unsere Stadt wieder aufgebaut haben. Wir wollen den Sachsen Dankeschön sagen. Unter dem Motto natürlich Großenhain wollen wir aber auch gemeinsam feiern. Wir haben uns dafür auch einige Überraschungen ausgedacht. So wird es erstmals ein Seifenkistenrennen, auch ein Prominentenrennen geben, auf das wir uns alle freuen.